Dieser Raum ist aus gutem Grund markiert. Also gut, Emily, du fängst an. Wünsch mir Glück. Was ist denn da drin los? Das mache ich nicht. Reiß dich zusammen. Lizzie wartet auf ihr Geschenk. Wo versteckt sie sich? Ich krieg langsam Angst. Lauf, Jack! Lauf! Die Eltern kommen mit Lizzie sprechen einfach nicht klar. Hey, Mom! Dad! Wacht auf! Kommt schon! Mom, Dad! Es war doch nur ein blöder Streich. Mom, Dad! Bitte wacht auf! Ich habe eine Idee. Alles, was wir brauchen, ist ein kleiner Schock und... Das ist viel zu gefährlich. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Die quietschenden Geräusche des Styropors werden Dad bestimmt aufwecken. Komm schon, wach auf. Wie wär's, wenn ich mal mit Chili aufwecke? Bist du bereit aufzuwachen? Vielleicht ist es schon abgelaufen. Hatschi! Ist das wirklich vorbei? Nein, Lizzie hat nur noch eine Sache, die sie ausprobieren muss. Ihre Eltern hassen laute Musik. Das wird sie aufwecken. Mal sehen, wie euch das gefällt. Kommt schon! Wacht auf! Aber das Konzert hat nicht geholfen. Mom und Dad liegen immer noch im Koma. Mach die Musik sofort aus. Lizzie, deine Eltern brauchen Ruhe. Du Arme, sie werden sicher bald aufwachen. Meine Eltern sind nicht da. Wenigstens kann ich die ganze Nacht aufbleiben und Tum Tum schauen. Und mit ein paar leckeren Snacks macht es noch mehr Spaß. Hey, seht mich nicht so an. Ich werde morgen genug schlafen, okay? Oh, ich habe keine Limo mehr. Ach, was soll's. Ich mach später sauber. Seid nicht böse auf mich. Gute Nacht. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den Kleiderschrank zu durchwühlen. Da sind so viele Sachen drin. Oh, und diese Schuhe nehme ich auch. Wow, Diamanten. Wow. Ich kann nicht glauben, dass das jetzt alles mir gehört. Wie kann Mom nur damit laufen? Wenigstens ist es einfach, sich zu schminken. Lizzie kann das super. Und was mache ich jetzt? Warum sehe ich mir nicht ein paar gruselige Filme an? Meine Eltern haben mir das nie erlaubt. Lauft! Lasst euch nicht fressen! Wer bist du? Das kann nicht echt sein. Da ist doch niemand, oder? Es ist nur ein Schatten. Ich habe nur Dinge gesehen. Mit deiner starken Fantasie können Albträume manchmal wahr werden. Das war's. Keine Horrornächte mehr. Meine Eltern hatten recht. Mom, Dad, heute ist der Jahrestag eurer Hochzeit. Wie wär's mit einem romantischen Abendessen? Es wird euch gefallen. Okay, Dad, setz dich hin. Hast du's bequem, Mom? Ihr seid aber schwer. Das Essen ist serviert. Haut rein, sitz nicht einfach so da, Dad. Alles klar, seid ihr bereit? Denk an deine Manieren, Dad. Sehr gut, du machst das super. Du solltest diesen Cocktail probieren, Mom. Ich hab ihn selbst gemacht. Hatschi! Oh, oh. Das wollte ich nicht. Lasst uns weitermachen. Das isst du doch gerne, Mom, oder? Hier, iss Hiffy, Dad. Ups. Dad, du musst dich wie ein Gentleman benehmen. Nicht so grob. Und jetzt kommt der romantische Kuss. Oh, ihr seid so tollpatschig. Wie kann ich euch helfen? Ich wollte nicht stören. Was soll denn das? Lizzie, das kannst du deinen Eltern nicht antun. Sie müssen sich ausruhen. Sorry, dass euer Date ruiniert wurde. Wow, diese Kleider sind so cool. Ich glaube, ich brauche ein Makeover. Das ist doch okay für dich, oder? Super, danke. Jetzt brauche ich noch etwas Geld. Dad, ich brauche Taschengeld. Es ist ein Notfall. Oh, du bist so großzügig. Gib her, ich hab's eilig. Nur ein Dollar? Das ist nicht fair. Moment, wir haben doch ein Safe, oder? Was? Wie warst du da drin überhaupt was auf? Bestimmt eine Menge Geld drin. Ich stelle ihn einfach dahin. Dad, du musst mir einen Gefallen tun. Die Gesichtserkennung hat bisher immer funktioniert. Du bist viel zu ernst, Dad. Entspann dich ein bisschen. Jetzt lächle doch mal. Nein, runzel lieber die Stirn. Okay, du hast mich dazu gezwungen. Ha, es hat geklappt. Du bist ein echter Prankster.
Lizzie wird bei dem Gate schwimmen. Aber es sieht so aus, als müsste sie weiter träumen. Da sind ja nur Socken drin. Oh, ich kann mich einfach nicht auf dich verlassen. Mom ist immer noch im Krankenhaus. Das bedeutet, dass es niemanden gibt, der das Abendessen kocht. Aber das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich werde anfangen. Heute fange ich mit einem leckeren Sandwich an. Hier kommt die erste Zutat. So ein kleines Stück? Nein, das geht nicht. So ist es besser. Obendrauf gebe ich noch etwas Soße dazu. Oh, und ein paar Chips. Das hat dem Sandwich noch gefehlt. Bis jetzt sieht es super aus. Aber ich brauche noch etwas Süßes. Oh ja, das wird so lecker. Und die letzten Zutaten. Noch eine Scheibe Brot und ein paar Kekse. Ups, das hätte ich fast vergessen. Mom verwendet in ihrer Küche immer Grünzeug. Fertig. Und wie esse ich das Sandwich? Es ist viel zu groß. Warum quetsche ich es nicht ein bisschen zusammen? Perfekt. Ich probiere es. Lecker. Das ist besser als alles, was Mom gemacht hat. Mein Bauch. Ich hätte die Gummiwürmer nicht hinzufügen sollen. Mir geht's gut. Nein, mir geht's nicht gut. Geburtstage machen keinen Spaß, wenn die Eltern nicht dabei sind. Alles Gute zum Geburtstag. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Ein trauriger, einsamer Geburtstag. Mom, Dad, wann wacht ihr endlich auf? Ich hasse es, ohne euch zu sein. Bitte kommt zurück. Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung. Sieht so aus, als hätten meine Eltern nur einen kleinen Ruck gebraucht. Ich glaube, ich bin für eine Minute eingeschlafen. Alles Gute, Lizzie. Hey, was ist los? 15? Oh nein, sag's mir nicht. Mom, Dad, ihr seid aufgewacht. Nichts wie raus aus dem Krankenhaus. Ich habe mich um alle Aufgaben gekümmert, während ihr weg wart. Lizzie, was ist das denn? Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Schätzchen, du hast einen schrecklichen Job gemacht. Hier kann man gar nicht mehr wohnen. Erklär uns das. Es hat sich irgendwie so ergeben. Lizzies Eltern sind super im Saubermachen. Sie werden das Chaos sofort beseitigen. Schon bald ist unser Haus wieder blitzsauber. Bist du bereit, Jack? Ich bin bereit. Los geht's. Ja, ja. Ich bin auch bereit. Wir fangen mit dem Wohnzimmer an. Wir machen das Ganze durcheinander sauber. Und werfen den ganzen Müll weg. Lizzie ist diejenige, die sich um den Staub kümmert. Oh, wie cool. Und die schmecken noch. Tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Geh zur Seite. Ich kümmere mich um die Couch. Was hast du hier angerichtet, Lizzie? Das war's. Aber wir können uns noch nicht ausruhen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Wir müssen den ganzen Schmutz beseitigen, der sich in 5 Jahren angesammelt hat. Oh, wie lange dauert das noch? Okay, geschafft. Jetzt können wir uns ausruhen. Wer ist da? Was machst du da? Du solltest mich doch nicht aufwecken. Jack, tu doch was. Verschwinde von hier. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ich werde dich vermissen. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Mom ist wieder da. Das bedeutet, dass endlich wieder alles normal läuft. Ah, wer bist du denn? Das ist nicht dein Zimmer. Raus mit dir. Was ist denn? Mom, ist alles in Ordnung? Ja, aber ich muss mich trotzdem um das Monster kümmern. Beruhig dich, Emily. In unserem Haus sind keine Monster erlaubt. Schau mal. Oh, ich dachte schon. Ach, vergiss, was ich dachte. Essenszeit. Laurie ist das traurigste Mädchen der Welt. Was ist passiert? Dad ist schuld. Er hat dieses schreckliche Monster Emily geheiratet. Laurie wollte keine neue Mom. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Eine Torte für die Gäste? Die Deko ist nicht so der Burner. Jetzt werde ich Emily sagen, dass ihr Kleid hässlich ist. Oh, das tut weh. Das ist alles Emilys Schuld. Oh Mann. Laurie sieht auf der Party richtig gut aus. Und niemand kann ihr die Laune verderben. Nicht mal ihre Stiefmutter. What? Was ist das? Laurie, sieh dich an. Dein Rock ist zu kurz. Und dein Make-up ist zu dunkel. Sie streiten sich mal wieder. Dad kommt gerade noch rechtzeitig. Mädels, hört auf.
beruhigt euch. Wie wär's mit einem Einkaufsbummel? Gib her! Nein, die gehört mir! Okay, es reicht. Ich behalte die Karte. Steigt ins Auto und lasst uns shoppen gehen. Aber Laurie und Emily werden immer einen Grund zum Streiten finden. Auf dem Rücksitz sitzen? Auf keinen Fall. Emily kann hinten sitzen. Aber Dad ist derjenige, der hinten sitzen muss. Sind jetzt alle zufrieden? So, da wären wir. Mädels, sucht euch gemeinsam etwas aus. Gemeinsam? Niemals. Dad hat es nicht einfach. Laurie hat schon etwas für sich gefunden. Dad, sieh mal. Sieht das nicht toll aus? Ja, das sieht echt schön aus. Warte, Emily ruft mich. Wow, das sieht toll aus. Wie kann Dad es wagen, seine Tochter zu vergessen? Wie gefällt dir das? Aber Emily wird auch nicht aufgeben. Schatz, sieh dir das an. Hey Dad, was sagst du? Du verschwendest deine Energie, Laurie. Meine Klamotten sind besser. Armer Dad. Zwischen Umkleidekabinen hin und her zu rennen, ist echt anstrengend. Ups, sorry. Dad, wie sehe ich aus? Hey, you. Super. Lasst uns zur Kasse gehen. Was, echt? Ich finde es schrecklich. Aber Dad findet es gut. Okay, wir haben unsere Outfits ausgesucht. Wir können jetzt nach Hause gehen. Wo ist Dad? Justin wusste, dass Einkaufen schwer ist. Aber er dachte nicht, dass es so schwer ist. Es gibt jetzt eine neue Frau im Haus. Und ich kann sie nicht ausstehen. Laurie, mach die Füße hoch. Okay, mein Leben war viel besser ohne meine neue Stiefmutter. Laurie vermisst ihr vorheriges Leben. Ich will, dass alles wieder wie vorher ist. Ich habe eine Idee. Ich muss nur die Mülltüte zerreißen. Gefällt dir das, Emily? Und sie muss alles sauber machen. Aber erst muss sie telefonieren. Lass dich nicht ablenken. Denn Laurie hat noch eine Idee. Emilys Lieblingsbluse verwandelt sich in einen Lappen. Da kommt Emily. Na los. Oh, das ist so lustig. Ich hoffe, meine Stiefmutter rächt sich nicht. So macht das Fensterputzen viel mehr Spaß. Oder? Ich muss nur noch abwarten. Oh nein. Warum ist der Glasreiniger blau geworden? Ist der abgelaufen oder was? Jetzt sind meine Hände ganz schmutzig. Da kommt Dad. Jetzt wird er sehen, was für eine schlechte Hausfrau Emily ist. Schatz, wir sind spät dran. Laurie, kümmere dich um den Haushalt. Hey, so war das aber nicht geplant. Zuerst bringe ich den Müll raus. Oh, ich habe ja die Tüte zerschnitten. Außerdem muss ich die blaue Farbe von den Fenstern sauber machen. Asiatisches Essen ist super lecker. Aber nicht jeder kriegt das hin. Die habe ich noch nie benutzt. Das kriegst du schon noch hin. Zusammen ins Restaurant zu gehen ist toll. Aber nicht für Laurie. Warum lächelt Emily immer? Das nervt total. So viel Spaß wirst du bald nicht mehr haben. Die Stäbchen sind tolle Waffen. Ich habe Munition. Feuer! Volltreffer! Woher kommen die Kugeln? Welcher Verrückte schießt mit Servietten auf mich? Was für ein komisches Restaurant. Wow. Es ist Zeit für den Nachtisch. Was? Emily will einen romantischen Moment? Daraus wird nichts. Ich will auch mal probieren. Lecker. Danke. Sorry, dass ihr nichts abbekommen habt. Und die Kirsche nehme ich auch. Oh nein, Laurie hat sich verschluckt. Keine Panik. Emily ist Ärztin. Sie weiß, was zu tun ist. Halte durch. Die Kirsche kommt gleich raus. Oh, geschafft. Puh, wie peinlich. Und das Schlimmste ist, dass sie von Emily gerettet wurde. Wie kann sie damit klarkommen? Mit Musik schmeckt das Essen noch besser. Laurie wird sich freuen. Immerhin macht Emily ein Sandwich für sie. Oh, sie ist wieder in der Küche. Ich bin schon da. Ja, Mom, hör weiter deine Musik. Ich werde das Sandwich zubereiten. Man kann nie zu viel Pfeffer haben. Oh, das war zu viel. Ach, was soll's. Was steht als nächstes auf dem Rezept? Aha, Rasierschaum. Sieht aus wie Schlagsahne.
Lecker. Und etwas Zahnpasta anstelle von Soße. Emily liebt Bananen. Aber sie bekommt sie heute nicht. Okay, ich werde sie alle aufessen. Puh, ich bin voll. Ich sollte mich verstecken. Was ist denn hier passiert? Die Wurst, das Gemüse, das Obst. Alles ist ruiniert. Laurie ist noch nicht fertig. Es ist immer noch heiß. Diese Runde gewinne ich. Ich behalte dich im Auge, Mom. Rasierschaum? Wer war das? Oh nein, alles ist verbrannt. Ich krieg heute gar nichts hin. Mal sehen, was Mom so macht. Ich brauche für die Schule etwas zu essen. Sorry, Laurie. Das wird heute nichts. Bye. Tja, Laurie. Du hättest dich nicht mit deiner neuen Mom anlegen sollen. Wie konntest du nur? Es ist vorbei. Die Liebe meines Lebens ist mit einer anderen zusammen. Das ist das Ende. Ich sollte mein Dad um Rat fragen. Er hilft mir immer. Was ist los? Dad, er hat mich betrogen. Arbeite einfach ein bisschen und du wirst dich besser fühlen. Das ist kein guter Rat. Das hilft nicht. Ich werde einfach hier liegen und mich ausheulen. Da kommt Emily. Mein Tag ist ruiniert. Laurie, was ist denn? Hier, sieh dir das an. Oh, die erste Liebe. Und das alles nur wegen diesem Typen? Du solltest dich rächen. Vertrau mir einfach. Ach, komm schon. Was weiß Emily schon von der Liebe? Und sie ist auch noch so komisch angezogen. Laurie, bereit für ein Fotoshooting mit deinem neuen Freund? Das ist echt clever. Es kann losgehen. Ich umarme dich. Lächeln. Der Loser soll wissen, dass du einen anderen hast. Hashtag neuer Freund. Mom hat ihre Mission erfüllt. Und Laurie weint nicht mehr. Oh, eine Nachricht. Wer ist das? Ja, er hat kapiert, dass er einen Fehler gemacht hat. Es tut ihm leid. Er will eine zweite Chance. Na gut, ich vergebe dir. Ich werde Mom und Dad überraschen. Ihr könnt gucken. Wow, Laurie, warst du das? Tada! Sieht so aus, als gäbe es bald eine weitere Hochzeitszeremonie. Dad, versprichst du, Emily für immer zu lieben? Ich versprech's. Emily, willst du für immer meine Mom sein? Natürlich, dann tausch die Ringe. Oh, wie rührend. Jetzt sind wir endlich eine glückliche Familie. Emily ist doch nicht so schlecht.